Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin 6 Fuß und 3 Inch groß. Oder 3,14 rheinländische Ellen. Oder 1,01 Klafter. Oder 2,7 Arschin. Oder eben 1,92 Meter. Ja, es gibt und gab sehr viele unterschiedliche Maße. Aber bitte, wie lang ist ein Meter? Tja, ihr denkt vielleicht, 1 Meter sind 100 Zentimeter. Aber das verschiebt das Problem ja nur in eine andere Größendimension. Es ist heutzutage für uns so selbstverständlich, dass wir natürlich alle Längen in Meter messen oder den Vielfachen davon. Also zum Beispiel Kilometer, das ist 1 Meter mal 1000. Oder Dekameter, das ist 1 Meter mal 10. Vom Einer zu springen war immer die Mutprobe im Freibad. Wenn es das 1-Dekameter-Brett war. Kleiner werden geht auch mit Zentimeter, habe ich gerade schon gesagt. Aber auch Millimeter, das ist 1 Meter durch 1000. Oder Femtometer. Bonuspunkte, wenn ihr das schon mal gehört habt. Denn dann brauche ich nicht auf dieses Video hinzuweisen. Da gehe ich nämlich näher drauf ein. Betonung auf näher. Das Tolle am metrischen System, gerade für faule Menschen wie mich, ist einfach, dass man nur die Kommastellen verschieben muss, um von Mikrometer zu Dezimeter zu kommen. Dass das nicht selbstverständlich ist, sieht man zum Beispiel in den USA. Da werden die Längen mit Meilen, Yards, Fuß und Inch gemessen, statt mit Kilometer, Meter und Zentimeter. Eine Meile besteht aus 1760 Yards, ein Yard aus 3 Fuß, ein Fuß aus 12 Inch. Und wenn man dann noch ins metrische System umrechnen will, tja, dann stürzt auch schon mal eine Sonde ab und zerbröckelt in der Marsatmosphäre. Das passierte im Jahr 1999 mit dem Mars Climate Orbiter, weil Forschende mit unterschiedlichen Maßeinheiten gerechnet hatten. Maßeinheiten. Ein R weniger, dafür ein S mehr. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Und da sieht man auch, warum sich Menschen überhaupt auf einheitliche Maße geeinigt haben. Das macht das Leben leichter und auch das Überleben. Aber auch wenn man sich da einig wird, wie lang so ein Meter ist, hat sich im Laufe der Zeit ziemlich geändert. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Welt viel kleiner. Vor einigen hundert Jahren blieben die Menschen die meiste Zeit an einem Ort und hatten in der Regel auch nur mit den Leuten zu tun, die in ihrer direkten Umgebung lebten. Da konnte dann irgendein Fürst oder eine Königin bestimmen, ich bin der Bestimmer und ich bestimme, dass meine Elle das Maß aller Dinge sein soll. Ja, solange man Handel nur in einem begrenzten Königreich betrieb, war das auch völlig okay. Als sich aber der Handel ausweitete und Menschen auch mit anderen Menschen in anderen Gegenden Handel betrieben, wurde schnell klar, dass es ziemlich unpraktisch ist, wenn der andere König eine ganz andere Ellenlänge hatte als die eigene Königin. Also war klar, es ist total sinnvoll, die Ellen der Könige abzuschaffen. Woraus die Französische Revolution erstmal nur Könige abschaffen machte. Aber gut, das war ein erster Schritt. Der zweite Schritt war, sich zu überlegen, ob sich Längen und Gewichtsmaße nicht auch über bestimmte natürliche Gegebenheiten definieren ließen. So wie die Zeit zum Beispiel durch Tag und Nacht und den Stand der Sonne bestimmt werden konnte. Kein Herrscher, und sei er noch so ein Sonnenkönig, konnte daran was rütteln. Wie lang eine Sekunde ist, basierte jahrelang auf astronomischen Messungen. Die Menschen gingen davon aus, dass die Erde sich gleichmäßig drehte. Wenn man die Zeit von einem Sonnenhöchststand bis zum nächsten Sonnenhöchststand, also von Mittag zu Mittag am nächsten Tag, in 86.400 Teile teilt, hat man eine Sekunde. Warum diese krumme Zahl? Tja, weil so ein Tag 24 Stunden hat. Mal 60 Minuten, mal 60 Sekunden gibt 86.400. Berechtigte Frage, warum haben wir bei der Zeit nicht auch ein Dezimalsystem, so wie beim Meter? Das liegt an Menschen wie Claudius Ptolemäus. Der wurde ungefähr im Jahr 100 geboren. Er lebte im antiken Griechenland und gilt als der Erfinder von Minuten und Sekunden. Er benutzte das Sexagesimalsystem, also ein Zahlensystem mit der Basis 60 und nicht 10. Das ergibt auch Sinn, wenn man mit Hilfe der Fingerglieder zählt und nicht mit den ganzen Fingern. Achtet mal auf meinen Daumen. Mit dem zähle ich die Fingerglieder der restlichen Finger durch. Also 1, 2, 3, Ringfinger 4, 5, 6, Mittelfinger 7, 8, 9 und Zeigefinger 10, 11, 12. Ein Dutzend mit einer Hand.
Wenn ich jetzt noch die andere Hand als Merkhilfe benutze, wie oft ich schon bis 12 gezählt habe, dann komme ich auf 12, 24, 36, 48, 60. Tada! Deshalb die 60 und das Dutzend. Nichtsdestotrotz, so sieht eine Dezimaluhr aus. Denn im Jahr 1793, also mitten in der Französischen Revolution, wurde in Frankreich die Dezimalzeit eingeführt. Der Tag bestand aus 10 Stunden, eine Stunde hatte 100 Minuten, eine Minute 100 Sekunden. Hat sich nicht durchgesetzt, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Was sich aber durchgesetzt hat, war, dass das Maß aller Dinge nicht mehr auf irgendeinem Körperteil von irgendeinem Menschen basieren soll. Deshalb wurde im Jahr 1790 die Akademie der Wissenschaften in Paris damit beauftragt, eine neue Grundlage zu finden für Masse und für Länge. Und diese Maßeinheiten sollten überall gelten und gleich sein, auf der ganzen Welt. Tja, was liegt da näher als die Welt, genauer gesagt die Größe der Erde, als Grundlage zu nehmen? Deshalb machten sich zwei der bekanntesten Astronomen auf den Weg, die Erde zu messen. Pierre Méchain und Jean-Baptiste Delambre. Sie zogen 1792 mit zwei Teams los, um die Strecke von Dünkirchen bis Barcelona zu messen. Die Orte liegen nämlich mit Paris auf so ziemlich dem gleichen Längengrad. Übrigens, solltet ihr mal in Paris auf solche Plaketten im Boden treffen, dann herzlichen Glückwunsch in zweifacher Hinsicht. Denn erstens sind einige von denen geklaut worden, nachdem im Film Sakrileg erzählt wurde, sie seien ein Hinweis auf den Heiligen Gral. Pff, pure Erfindung. Stattdessen sind diese Plaketten zweitens eine Markierung des Pariser Meridians, an dem sich Méchain und Delambre orientiert haben. Aus ihren Messungen, die 7 Jahre dauerten, berechneten sie die Strecke vom Nordpol bis zum Äquator. Und dann wurde festgelegt, diese Strecke, in 10 Millionen Teile geteilt, soll 1 Meter sein. Ja, ganz schön aufwendig. Schöner Nebeneffekt, man konnte jetzt zum Beispiel genau abmessen, was 10 Zentimeter waren. Und wenn man ein Gefäß baut, das genau 10 cm hoch ist, 10 cm breit und 10 cm tief und dieses Gefäß mit 4 Grad Celsius kaltem Wasser füllt, dann hat man genau das Gewicht von 1 Kilogramm definiert. Und da man solche Expeditionen und Messungen nicht regelmäßig machen möchte, wurden in Paris Stangen aus einer Platin-Iridium-Legierung angefertigt, die genau dieser Länge von 1 Meter entsprachen. Und Gewichte, die auch genau 1 Kilogramm entsprachen. Und im Jahr 1875 war es dann soweit, dass 17 Nationen die Meterkonvention unterzeichneten. Später konnten dann alle Kopien vom Urkilogramm und dem Urmeter mitnehmen, damit alle mit denselben Maßen messen konnten. Das war aber noch nicht das Ende, denn es stellte sich mit noch genaueren Messungen heraus, dass die Erde gar nicht so die runde, perfekte Kugel ist, für die sie alle hielten. Der Urmeter entspricht also nicht ganz dem 10-millionsten Teil der Strecke vom Nordpol zum Äquator. Deshalb einigte man sich im Jahr 1983 auf eine neue Definition. Die ist die bisher genaueste. 1 Meter ist die Strecke, die Licht im Vakuum in knapp einer 300-millionstel Sekunde zurücklegt. Alle, die ein kleines Labor haben und sich ein bisschen mit Atomphysik auskennen, brauchten ab da keine Metallstangen mehr aus Paris, um zu wissen, wie lang 1 Meter ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie lang ist 1 Sekunde? Dann lautet die Antwort seit 1967, die Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Cäsiumnuklids CS133 entsprechenden Strahlung. Ja, eine Frage aus dem Publikum. Kann man das auch simpler formulieren? Gute Frage. Also, wenn ihr wissen wollt, was das genau heißt und wir ein Video dazu machen sollen, schreibt ein +1 in die Kommentare. Aber es ist schon unglaublich, oder? Was für eine Geschichte hinter etwas so Selbstverständlichem wie dem Meter steckt. Ich frage mich da automatisch, welche Sachen nehme ich noch einfach so als selbstverständlich hin, die es aber eigentlich gar nicht sind? Ideen dazu bitte auch gern in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich und auch ein bisschen selbstverständlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.